Oh nein, wir haben eine Eiszeit. Da ist Tom. Er hat versucht, Peter das Postauto zu retten. Wer wird jetzt die Post austragen? Sogar Sam, der Schneepflug ist eingefroren. Was sollen wir nur tun, Ella? Mo? Ella? Alles in Ordnung? Na. Unternimm etwas, Ella. Los! Wird Karl aufwachen und das Feuerwerk sehen? Oh. Oh. Ganz Car City und alle seine Einwohner sind eingefroren. Nur Supertruck kann sie retten. Oh. Was kann Supertruck tun? Oh. Wow. Oh, wow. Zwei riesige Heizkörper. Die perfekte Ausrüstung, um Car City aufzuwärmen. Oh. Wenn die Tür nicht aufgeht, kann Supertruck Car City nicht retten. Oh? Ehe. Die Eiskörper schmelzen das Eis und verwandeln es in Dampf. Oh, oh. Auf geht's, Supertruck! Komm nicht zu nah, Ella. Diese Heizkörper sind super heiß und könnten dich verbrennen. Gut so, Ella. Oh. Kann Tom Peter retten und Peter kann die heutige Post austragen. Aha. Juhu! Ja. Aha. Oh. 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 Er hat es geschafft. Die Eiszeit ist komplett und absolut geschmolzen. Gut gemacht, Supertruck.
Hallo, Tom. Sieht so aus, als hättest du viel zu tun. Du machst ein paar bunte Poster für den alljährlichen Jahrmarkt in Car City? Cool. Sieht so aus, als wären sie fast fertig. Oh nein, du hast aber noch eine Menge Poster zu malen. Und der Jahrmarkt macht schon in ein paar Stunden auf. Da kommt Amber, der Krankenwagen. Tom, Amber würde gerne wissen, ob du ein rotes Kreuzschild für die Sanitätsstation des Jahrmarkts gemalt hast. Also eigentlich, Amber, muss Tom noch all die Plakate dort vorne auf dem Stapel bemalen. Du hast recht, Amber. Das schreit nach Supertruck. Carl, Tom, der Abschleppwagen braucht deine Hilfe. Der alljährliche Jahrmarkt in Car City beginnt heute. Und Tom hat noch einen riesen Haufen Poster zu bemalen. Hast du den richtigen Container gefunden? Du wirst dich in ein Sprühfarben-Tanklastfahrzeug verwandeln? Cool! Eine große Farbkanone! Da musst du wohl draufdrücken, damit die Farbe rauskommt. Sieht so aus, als würde es funktionieren. Dann auf zu Toms Lackierwerkstatt. Der arme Tom sieht ganz müde aus. Wie gut, dass Supertruck bald hier ist. Da kommt er ja. Tom, kannst du all die Papiere auslegen, während Supertruck wendet? Auf die Plätze, fertig, Feuer! Wie wäre es jetzt mit ein paar Mustern? Großartig, alles erledigt. Warte, Amber braucht noch ein Schild für die Sanitätsstation. Du hast es gemalt, während sich Supertruck um die anderen Poster gekümmert hat? Das hast du aber gut erinnert, Tom. Oh, du hast recht. Der Jahrmarkt beginnt bald. Dann schnappt euch mal schnell die Poster. Vielen Dank für deine Hilfe, Supertruck. Der Jahrmarkt wird großartig aussehen. Und das dank deiner Hilfe. Oh,
Hey, Bobby! Was für ein toller Tag, um aufs Wasser zu fahren. Oh. Hey, da ist Frank. Er muss von seinem Urlaub zurück sein mit Tom und Pickle. Hallo, Frank. Hallo. Warum fährst du nicht ran und zeigst Bobby, was du aus dem Urlaub mitgebracht hast? Du musst jetzt deinen Anker runterlassen, Bobby. Oh. Hast du etwas, das du Bobby zeigen kannst, Frank? Ah. Eine neue Sonnenbrille. Cool. Sollen wir sie den anderen Autos auch zeigen? Was ist los? Oh. Du denkst, dein Anker hängt fest? Sollen wir es noch einmal versuchen? Ach du liebe Güte, es sieht so aus, als würde er wirklich festhängen. Und die Strömung wird stärker. Hey, Frank, komm zurück. Oh. Bobbys Anker hängt fest. Du meinst, wir sollten Supertruck rufen? Oh. Frank, könntest du uns da helfen? Karl, Bobby ist in Schwierigkeiten. Oh? Sein Anker hängt fest. Kannst du zum Fluss kommen und ihm helfen? Oh. Ein Heilastwagen. Großartige Idee, Bobo. Karl. Da bin ich aber mal gespannt. Bobo. Das gibt's ja nicht. Das ist fantastisch. Bist du bereit, Supertruck? Oh, oh, oh. Cool. Auf geht's. Oh. Oh, oh, oh. Hier kommt Supertruck. Oh nein! Sollen wir es nochmal versuchen? Oh. Stärker diesmal! Oh. Gut gemacht, Supertruck!
Oh nein! Wo ist Supertruck? Was für eine unglaubliche Rettungsaktion, Supertruck. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Car City ist ganz schön eingeschneit heute. Und ich glaube, da ist noch ein Schneesturm auf dem Weg hierher. Oh, hallo Katie. Was machst du denn bei dem Wetter hier draußen? Ist dir gerne kalt? Aber sei vorsichtig, die Straßen können ganz schön rutschig sein. Oh nein! Katie steckt fest. Wir brauchen Hilfe. Oh. Oh. Oh? Oh? Karl, wir brauchen deine Hilfe. Katie, das Kitcar sitzt in einer Kuhle fest und bald kommt ein Schneesturm. Okay, auf geht's. Zur Höhle. Welches Fahrzeug könnte Katie aus der Kuhle retten, Karl? Das ist eine großartige Idee, Karl. Ein Seilwindenlastwagen wird stark genug sein, um Katie herauszuziehen. Wow, Räder mit Schneeketten, nur zur Sicherheit. Okay, Karl. Bist du bereit, Katie zu retten? Okay, Supertruck. Auf geht's, retten wir Katie. Vielen Dank, dass du ein Auge hattest auf Katie Amber. Supertruck ist jetzt hier. Er wird Katie aus der eingeschneiten Kuhle herausziehen. Warte mal. Was machst du da, Supertruck? Ich verstehe. Wenn du rückwärts zu Katie fährst, kannst du sie leichter aus der Kuhle ziehen. Gut gemacht, Supertruck. Jetzt musst du Katie an der Winde befestigen, damit du sie hochziehen kannst. Es funktioniert, Supertruck. Oh nein, Supertruck. Du rutschst weg. Schnell, benutz deine Schneeketten. Jetzt kräftig ziehen, Supertruck. Du hast es geschafft, Supertruck. Du hast Katie aus der Kuhle gerettet. Und jetzt wird nicht mehr im Schnee gefahren, Katie. Vielleicht sollte Amber Katie schnell zum Krankenhaus mitnehmen, um sie mal durchzuchecken. Fühlst du dich ein bisschen besser, Katie?
So ist es richtig, Katie. Und trotzdem macht der Schnee immer noch eine Menge Spaß. Guter Wurf, Supertruck. Bis zum nächsten Mal, Leute. Wir sehen uns. Und seid schön vorsichtig im Schnee. Ah.